Leidet ein Patient an einem Bandscheibenvorfall, muss nicht immer sofort operiert werden. Oftmals sorgt eine konservative Behandlung für Linderung. In einigen Fällen ist ein Eingriff aber nicht zu vermeiden. Spezialist hierfür ist an der Asklepios-Klinik Lindenlohe Chefarzt Konstantinos Kafschitzas. Eine absolute Indikation zur Operation gibt es nur bei neurologischen Ausfällen, sprich motorischen Lähmungen. Wenn der Fuß schlapp macht sozusagen oder wenn die Patienten über den Fuß stolpern, dann heißt es für uns, dass die Muskeln nicht mehr die Signale vom Kopf bekommen und deswegen können die nicht adäquat reagieren. Darauf ist wahrscheinlich ein Vorfall oder eine Enge im Spinalkanal der Grund. Bei der Bandscheibenoperation entfernt er den Vorfall und entlastet so die eingeklemmte Nervenwurzel. War eine Verengung im Spinalkanal der Grund für die Schmerzen, so wird dieser in der Operation erweitert. Die Lebensqualität ist dann an sich oberstes Ziel für die Patienten und für uns auch, weil das macht das Leben gerade mal lebenswert. Wichtig ist, dass die Patienten nicht zu lange ständige Schmerzen haben, weil wenn das zu lange vorkommt, dann haben die, chronifizieren sich die Schmerzen. Das heißt, dass die Schmerzen zum Krankheitsbild werden. So wie im Fall der Patientin, die hier von Dr. Konstantinos Kafschitzas operiert wird. Da ist vor Jahren bei der Patientin der Spinalkanal erweitert worden. Damit ist sie gut zurechtgekommen. Allerdings sind die Gelenke nach ein paar Jahren wieder arthrotisch geworden. Das heißt, die haben Verschleißerscheinungen gezeigt. Und diese Verschleißerscheinungen sind bei jeder Bewegung für die Patientin lästig geworden. Diese Wirbelgelenke hat Dr. Konstantinos Kafschitzas in einer Operation versteift. Wichtig dabei, diese Versteifung schränkt die Bewegung der Patientin nicht ein und ist auch sonst in keinster Weise belastend. Und auch wenn die minimalinvasiven und mikrochirurgischen Eingriffe für die Patienten besonders schonend sind, operiert wird an der Asklepios-Klinik Lindenlohe nur, wenn die konservativen Methoden nicht zu einem Behandlungserfolg führen.